Hallo, meine Klonkrieger. Die Knüppelbande hat ihren Raid bei mir angekündigt, damit ich es abfilme für euch. Mal sehen, was die Jungs so reise werden gegen ihr Ziel Vanity. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und mal sehen, wie die Jungs so raiden. Hier werden gerade die Tiere aus der Base klar gemacht. Wir haben hier das Teleporter-Pad auf dem Server. Ich denke, dass sie das jetzt gleich nutzen werden. Hier sehen wir, dass die Golems benutzt werden anscheinend. Und die neue Heilschweine sind hier ganz viel im Einsatz. Ich guck mal kurz, wer hier die Vorbereitung macht. Jetzt kommt der Port. Zack, und weg sind sie. Oh, hoho. 1, 2, 3, 4, 5 Golems. Wow. Hier haben sie schon ihr kleine Weight Base aufgebaut. 2 Paracea, vollgepackt mit Turrets. Die kleine Weight Base. Da gehe ich jetzt auch nicht rein, weil, ja, wie gesagt, sind zwar die Angreifer, aber ich bleibe jetzt echt diskret in der Hinsicht. Ich denke mal, der kleine Buckel da wird der Generator sein. Ist ja standardmäßig. So, da oben haben wir auch schon einen Speerflieger. Da werde ich das Ganze was hier auskundschaft haben, bevor das losgegangen ist. Wo ist der beste Platz für die Raid Base und so weiter. So. Ah ne, hier ist es. Hier. Yeah. Perfekt. Ihr habt das. Vanity. Vanity, was los? Warum ist hier vorne kein Tor drin? Mensch, 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 Mensch. Was sehe ich hier? Metallrahmen, aber keine Metalltür. Hm. Immerhin habt ihr hier eine schöne Mauer gemacht. Mal sehen, was er halten wird. Oh, ich habe hier ganz schön zu kämpfen. Mit dem Aufbau. Ich gehe mal hier in die Vogelperspektive. Was erwartet die Jungs hinter den Toren? Oh, sie haben von den Insektenwürmer da in der Höhle haben sie sich getamed. Sehr interessant. Was sind das für Schildkröte? Okay, Vanity. Interessant, interessant. Die haben Argolemme und das ist die Metal Base. Da gehe ich jetzt auch nicht näher dran, weil Vogelperspektive, ich vermute auch schon, dass ich zu nah dran bin. Normal ist die Turret schon schieße. Aber, oh, da ist kurz die Tür aufgegangen. Jetzt haben wir noch grüner Giga gesehen. Ja, das könnte interessant wäre, der Kampf. So, dann gucken wir mal, wo unser Angriffstrupp bleibt. Da haben wir wieder jemand, wo Speer gespielt hat. Der Trisk. Ich bleibe jetzt hier auch die Name, weil aus der Höhe muss man ja sehen, was abgeht. Die sind ja hier noch in Vorbereitung. Wir sehen, die Turret Base wird hier mit Turrets bestückt. Das ist dann einfach noch eine zusätzliche Flugabwehr, da bei uns ja das Fliegen an ist und Drache und Co. Ist es einfach nur zusätzliche Hilfe. Das ist dann wahrscheinlich von Waffe bestückt, die Clabase und die Spawnbette, zusätzliche Rüstung. Es wird der Smithy drin sein, es wird der Fabricator drin sein, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Fleischnachschub, Shadow Steaks und, was es so halt gibt. Medical Brew braucht man, obwohl sie haben die Schweine dabei, also Medical Brew werden dann wahrscheinlich nur für die Menschen nötig sind. Munition, Waffe, C4, das muss erstmal alles gelagert werden, damit die Kampftiere ganz normal, ich würde jetzt sagen, der Trisk ist hier wieder am Schieße. Macht doch schon mal einen Kilo weg, der völlig unschuldig ist. Du hast einen Unschuldigen getötet. So, Knüppelbande hat gesagt, ich soll eine Zeiche liefern. Und aber gleichzeitig, wenn ich die nicht warne, ja, dann schauen wir mal, was los ist. Ich gebe dann jetzt kurzes Zeichen über andere Admin, dass ich soweit bin und die loslegen können. Und dann müsst ihr gleich losgehen. Oh, 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 was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein kleiner Sabertooth versucht Stress zu schieben und das war's dann auch schon. So, das Zeichen ist raus. Die wissen Bescheid.
Wir haben hier von der Knüppelbande, das mache ich hier mal ganz schnell, folgende Leute, die bei dem Raid antreten werden. Es ist der Name, der Chris, der Trisk, der Ruin, Rico und der Wolf. Und sie werden gegen Vanity angreifen. Ich zeige jetzt nicht, wie viel von Vanity online sind, weil es wäre ja gleichzeitig wieder so Admin Abuse und so. Das geht halt nicht. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade Bescheid gekriegt. Die Clear Raid Base ist noch nicht so weit. Und es werden dann noch weitere Tiere rangeschleift. Hoffentlich werden sie nicht entdeckt in der Zeit. Jetzt kommt der Quetzel. Alles schön hinter dem Berg. Das ist schon eine gute Position, um eine Raid zu starten. Der Petrik tricht jetzt vor. Rico, hoffentlich werde ich nicht gesehen. Was hat Rico vor? Er macht so einen Sturzflug. Oh, ich vermute, er braucht einfach nur Wasser. Oh, das war jetzt wieder. Oh, Rico! Und ich habe gedacht, du planst was und ich bin dir nachgeflitzt. Mensch, Mensch, das war deine Minute! Gut, ich kriege jetzt Bescheid. Oh, ich sehe schon. Der Robert ausgekleidet mit Turitz. So, ich hab's okay gekriegt, es geht los. Wir gehen die höhere Position ein. Ich gehe mal hier zum Tor, weil ich denke, das ist das erste Go hier. Der Drache trampelt da oben schon rum. Der Quetzel wird in Position gebracht. Hier tut der Tritzk nach vorne stürmen. Mit der Bazooka in der Hand. Das wäre der erste Schuss. Somit ist es dann ein Raid, sobald die Struktur kracht. Zack, die Spikes sind kaputt, Struktur beschädigt, Wetterschuss ist schon kommt. Batz, das Tor ist weg. Und ich habe Leck. Und ich bin vom Server geflogen. Klasse, das fängt schon mal gut an. So, die Rakete von Trisk hat mich direkt vom Server katapultiert. Jetzt müssen wir ganz schnell wieder zum Geschehe springen. Da muss ich kurz mal das Admin-Fenster öffnen und ja, sag mal kurz so die Regler wegklicke. Die Grafikkarte hängt auch wieder ein bisschen hinterher, man sieht es an der Finger. Ja, zack, 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 bing, da sind wir schon im Admin drin. Dann springen wir hier, wo ist der Trisk? Hier ist der Trisk, zack. Und schon sind wir wieder beim Raid. Die Grafikkarte braucht jetzt ein bisschen. Sie sind hier auf dem Quetzel, um Tiere abzuschießen. Die Sicht von oben, das ist ein ganz schönes Gewackel, da muss man schon schießen können. Wir sind hier zu dritt, auf dem Quetzel umbemannt, zu viert und schießen runter. Ich denke, dass die Drache das Ziel sind. Ja, hier wird eindeutig auf die Drache geschossen. Halt gleich mal Bedrohung ausschalle. Unten sind die Skorpione alarmiert, die tickern jetzt schon los. Sobald ein Tier stirbt, weiß man ja nicht, wenn hier was los ist. Warum sterben hier Tiere so auf die Art? Noch ist jetzt kein Drache gestorben. Aber der Schwarze da unten, der Linke, ist jetzt wohl das erste Ziel. Und hier wird fleißig geballert mit Compound-Boge. Dreimal und einer Sniper. Ja, noch gibt es keine Regung bei Vanity. Ich denke, sobald der Drache fällt, geht es hier rund. Das neue Geräusch von der Sniper ist einfach nur episch. So, der schwarze Drache ohne sieht man von hier oben schon, blutet schon ganz schön. Und da ist er gefallen. Jetzt wäre es, wenn ihr die Bescheid, was ist hier los? Warum klappt das Tier? Es wäre direkt der grüne Drache anvisiert und weitergeballert. Gucken wir mal in den Chat. Der Chat ist ruhig noch. Sehe ich die Base-Tür von hier? Ja, ich sehe die Base-Tür. Das ist schon mal gut. Der grüne Drache fängt jetzt auch schon an zu bluten. Und es wird weiter gefeuert. Jetzt gibt es Regung bei Vanity. Dort oben kommt einer auf der Battle Cut Kletterklatz runter und schaut beide Drachen nach. Bemerkt jetzt, dass der grüne Drache genauso bluten wird. Und da ist der grüne Drache gestorben. Jetzt wird direkt der Feuerdrache avisiert. Und beschossen. Der grüne Drache wird wegteleportiert. Das nenne ich mal sehr schnelle Reaktion.
Ja, und jetzt Chris an der Brücke. Gehen wir mal kurz drauf. Was hat der in der Hand? Der hat Grappling Hooks. Okay. Hier ist der Kampf, also die erhöhte Plattform für die Sniper. Die landet jetzt hier. Die Jungs springen alle ab, weil er wie das schon aussieht, wenn die alle auf einmal runterhupsen. So, die Golemme werden in Bewegung gesetzt. Die werden jetzt vorne durchbrechen. Rico latscht mit seinem Golem nach vorne. Chris ist ein Petri. Was hat der vor? Oh, der fliegt darüber. Oh, was gibt es? Was gibt es? Ah, macht Chris die erste Aktion oder die Golems? Ich weiß es nicht. Spannend, spannend, spannend. Das gibt der Captain Hook. A la Batman. Zack. Sitzt er und er geht hoch. Vermutlich soll er die Mauer bearbeiten. Zack. Das sieht jetzt schon mehr nach Spider-Man aus. Da vorne knallt. Die Golems sind auf Position und es werden Bazookas benutzt, um die Tore wegzumachen. Wir sehen da hinter den Chris weiter klettern von Knüppelbande. Die Türrahmen müssen natürlich weg, damit die Golems arbeiten können. Chris hat sich da hinten schon hochgequäblin-huckt. Ist jetzt da hinten dran, setzt hier C4, um die Mauer zu knacken. Während die vorne der Eingang freigemacht wird, wird hier Batz. Somit ist die Mauer offen. Chris wird jetzt wieder hochspringen. Während vorne soll Kollege weiter die Mauer bearbeiten. Hier haben wir mehrere Kampffelder. Chris ist drin und wird hier wahrscheinlich den Generator suchen. Benutzt weiteres C4, um weiter vorzubrechen. Hier wird sehr gut gearbeitet, muss ich schon sagen. Genau, abgezogen C4, Batz, und da ist die Wand schon wieder offen. Jetzt schießt der Turret. Von hinten. Jetzt sieht hier an der Wand die Einschusslöcher. Jetzt muss man warten, bis der Kampfrauch verzieht, um zu checken. Was geht hier? Was kann man hier machen? Es ist leider auch ein Loch in die Risse worden, direkt ins Gehege und allem. Hier ist kein Generator. Hier ist ein Kabel. Ein Kabel hat er erwischt. Aber wo ist der Generator? Hier wurde er wieder von einem Raturit getroffen. Wo ist er dann? Da ist er hier gefallen. Kommt er jetzt hier nicht mehr raus? Das ist natürlich dann einmal so doof bei so einer Aktion. Oh, 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 oh. Ah ja, die Tore sind gefallen, die Golems müssen tanken. Die Mauer schießt noch. Und die Mauer ist nicht ohne. Hier kommt das Heilschwein schon mal gleich. Und das Turret Parazea ist auch hinten dran. Die Golems haben die Rücke zugewandt, weil sie so einfach mehr aushallen. Der Ende Golem macht jetzt noch das Holzrahmetor weg. Die Turrets schießen ununterbrochen. Das sind S-Plus-Turrets, die schießen schneller. Macht mehr Damage. Die Schüsse gehen hier schön an den Pillars vorbei. Und treffen nur den Ende Golem. Jetzt tauschen sie. Sehr gute Strategie. Während Chris immer noch den Generator sucht, wie man hier sieht. Mal sehen, wann er eine hat und wann die Turrets den Kopf hängen lassen. Die obere Türe schießen gar nicht. Ich denke, dass die anderen da eingestellt sind. Oder die Reichweite einfach schon zu hoch ist. Ja. Oh, es hat aufgehört zu schießen. Meine Jungs sind einfach nur weit genug weggelaufen. Die werden wohl auf ihren Kollegen warten, dass der Generator knackt. Aber ich sehe hier keiner von Vanity. Vanity, was ist los? Das ist der, das wird wohl diese Türit sind, die Chris hier schon kassiert hat. Mit mehreren Schüssen. Chris ist jetzt wieder gekommen. Er hat mehrere C4-Felder gelegt, weil er einfach den scheiß Generator finden will.
Jetzt ist hier ein Tor aufgegangen. Wird wohl einer von Vanity sein. Ja, der hat das Tor weggesetzt. Damit der Turreturm hier besser arbeiten kann, das ist sehr gut. Die Turrets funktionieren immer noch. Chris bleibt jetzt erstmal in Deckung. Weil Kollegen sind alle hin bei der Kampfbase, die sie sich gebaut haben. Ich denke, dass er jetzt erstmal abwarten wird, was passiert. Online. Er schießt sich wieder in die Mauer rein. Ist jetzt drin. Der Blitzdrache von Kribbelband ist auch in der Luft. Den haben wir gerade im Bild gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wer eine geflohen ist. Kribbelband schaut halt, was Vanity macht, während Chris hier in der Mauer drin sitzt. Ja. Chris, wo ist der Generator? Das Brummer, das man von mir die ganze Zeit hört, ist der Turretturm dahinter. Das hier ist auch nur der Hochweg. Hier werden Bärefalle schon gesetzt. Von Captain Rex. Um die Golemme aufzuhalten. Mit der Battle Cuts hier und jetzt wird es dunkel. Ich schalte mal kurz um auf My Gamma. Ja, darf mal geht checken, wo der Angreifer ist. Der Petri hat nahe schon entdeckt. Darf mal fliegt zurück, weil mit Petri will er sich nicht anlegen. Vorne die Turrets lassen die Köpfe hängen. Chris scheint wohl das vorne Generator getroffen zu haben. Hier wird eine Holzwand aufgebaut. Boom! Hoppla! Wenn auf einmal die Mauer weg ist, dann schaut man mal kurz doof. Chris hat sich durch hinten versteckt. Das war sehr gut. Die kontrollieren natürlich jetzt, wo ist da einer? Wo ist der hier? Und sie sehen ihn nicht. Sie sehen ihn nicht, wie er da unter dem Wald liegt. Er wartet jetzt wieder geduldig ab, es ist dunkel, ne? Die ziehen sich nicht. Die Pflanze schießt wieder, das ist halt schlecht, wenn das gesiegt wird von Vanity. Ja, ich glaube, der hat es auch gesehen. Wo ist der Schuss hingegangen? Da wird wieder geschossen. Jetzt hat er ihn auf jeden Fall gesehen. Er rennt vorne raus, der Drache wird ihn wohl abgelenkt haben. Ja, hier wird er wieder gesnipert vom Ruin. Der Sniper hier locker nach vorne, um natürlich Chris zu schützen, der da ohne baumelt. Der Uni sagt, hier ist man durch, sitzt so eine Spinne. Boom, da ist wieder was kaputt gegangen. Ah, ich sehe es schon, Das sind die S-Plus-Auto-Turrets, die Kamera mit Benzin füllen, dann laufen die ohne Generator. Ich denke, das wurde hier so gemacht. Hier ist gerade Pfeilschuss war. Da ohne die Spinne geht jetzt an Chris dran. Ist schon irgendwie witzig.
Oh, hat er die Hose verloren? War das jetzt durch die Spinne oder? Jetzt kommt der Drache, um das zu retten. Die Schildkröte wird nach vorne geschleift. Ich gefolgt von einem neuen Golem. Man hat ja genug mitgebracht. Die Schildkröte ist auch schnell. Oh, so wie ein Flitzer. Wir haben einen Greifen in der Luft. Golem sind aber auch recht flott unterwegs, möchte ich behaupten. Die sind normal auch langsamer unterwegs. Hier wird natürlich die Schildkröte beschützt, denke ich. Der Rico ist mal kurz abgesattelt. Vanity wird jetzt auch die Sniper-Position eingenommen haben. Hier wird die Wand repariert, dass wieder zu ist. Jetzt kommen die Golemme und Paracea bebaut. Haben wir ja vorhin auch schon im Einsatz gesehen. Alle Mann nach vorne und los geht die Sache. So, die Golemme werden wieder gedreht. Um die Turret-Schade zu minimieren. Damit die Reiter nicht getroffen werden. Die Schildkröte geht vor. Jetzt kassiert die Schildkröte. Die wird gutes Life haben. Die geht richtig weit vor.